Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Feiertage, konntet sie genießen, etwas entspannen und ja, müsst heute noch nicht wieder arbeiten. Ich habe noch Urlaub und den werde ich hier auch nutzen, um ordentlich für euch noch Sachen aufzunehmen. Und jetzt geht es aber erstmal weiter hier mit Planet Coaster, mit unserer wunderschönen Achterbahn. Ja, wie machen wir denn da jetzt am besten weiter? Jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen raus, dadurch, dass ich ein paar Tage nicht hier war. Aber ich denke mal, das kriegen wir trotzdem hin. Wir wollten das Türmchen noch weiterbauen. Und zwar würde ich da noch eine Stufe draufsetzen. Ich glaube, das ist am besten, wenn wir hier noch ein bisschen höher gehen. Ja, nehmen wir mal den. Perfekt. So, das sieht auch gut aus. Upsi, dupsi. Ah. Wenn das nur so fordert, ist das Spiel immer wieder sehr laut. Ich habe neue Kopfhörer. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, ob die nicht, ja, ob die richtig eingestellt sind, etc. pp. Also sie sind endlich mal, habe ich heile Kopfhörer. Vorher hatte ich halt das Problem, ich habe so ein Rädchen am rechten Ohr gehabt. Und wenn ich dieses Rädchen gedreht habe, dann, also um lauter und leiser zu machen, halt auf den Kopfhörern selber, dann hatte ich halt oft das Problem, dass ich, ja, dass es dann geknackt hat und dann habe ich auf dem einen Ohr halt gar nichts mehr gehört und dann hat es wieder geknackt und dann funktionierte das eine Ohr und das andere wieder nicht und ja, alles belastend, sehr nervig und dadurch war es immer irgendwie leiser auf den Ohren, als es eigentlich sollte. Und jetzt ist das so ungewohnt, dass halt beide Kopfhörerseiten einfach mal wunderbar funktionieren, ohne Probleme. Das ist ein Luxus, du. Das ist herrlich ist das. Aber dadurch ist jetzt natürlich auch alles lauter, weil ich halt sonst alles hochdrehen musste an Sounds, damit ich dann überhaupt irgendwie was höre. So, das gefällt mir doch sehr gut. Damit haben wir doch hier auch das von oben abgedeckt. Das macht einfach mehr Sinn. Ist die Frage, gehen wir noch höher oder belasten wir es dabei? Weil sonst würde ich nämlich jetzt hier irgendwie gucken, dass wir da die Plattform draufsetzen. Das wird jetzt noch ein Spaß. Da sind die Teile. Würde ich natürlich mit denen arbeiten. Nein, hoch bitte. Da müssen wir jetzt, das wird jetzt hier einmal ein Überlappungschaos. Das können wir aber, denke ich, nicht verhindern. So, nee. Da müssen wir jetzt wirklich in jedes Gebäude und hier so ein Ding reinsetzen. Aber das geht eigentlich ganz gut, ne? Ich hätte gedacht, das wird jetzt schlimmer, was die Optik angeht. Ja, nö, das passt eigentlich. Es überlappt zwar wirklich sehr teilweise. Aber ist machbar. Ist auf jeden Fall machbar. So, jetzt war.
war halt noch die Überlegung, ne? Das haben wir ja recht rund. Machen wir da jetzt eine eckige Plattform im Prinzip noch drauf? In dieser Rastergröße? Weil dann hätten wir eigentlich dieses Unterkonstrukt gar nicht machen brauchen, ne? Hier mit dem. Aber du bist eckig, ne? Du bist eckig. Pass auf, warte mal. Dann sparen wir uns doch hier diese ganzen überlappenden Pixel. Oh Mann, direkt so. Weil das ist, glaube ich, zu übertrieben, ne? Das ist schon wieder nicht so schön. Wenn wir es hier abrunden, haben wir aber auch wieder das gleiche Gefruckelte. Ach Mann. Das ist, glaube ich, hübscher. So. Und da hätte ich jetzt gern den Kollegen drauf. X. Bitte, danke, gerne. Jetzt müssen wir den nur halt hier richtig an diese Runde, also an diese Gerade ausrichten. Dass du halt gerade bist. So. Ja. Interessant. Ich wollte nicht das große Gebäude anklicken. Okay, jetzt können wir hier natürlich noch so Partikel machen. Die Frage ist nur, wo und wie lassen wir die jetzt hier fliegen? Ich meine, die machen ja schon einen großen Bereich, ne? Wir die hier in die Ecken stellen. Oh, das stelle ich mir richtig schön vor. Ein bisschen drehen. Die konnte man färben, habe ich gesehen. Oder vertue ich mich da gerade? Hier konnte man die nicht färben. Doch hier. Ich dann nämlich auch gerne in Blau. Da ist nur dieses Ding blau. Ich glaube, dann ist nur dieses Ding blau, ne? Und nicht die Fliegeviecher. Oh ja, toll, das Ding jetzt da wieder. Oh, hätte ich es mal nicht losgelassen. Jetzt haben wir da wieder Probleme hier. Das ist wieder zu viel. Da, ja, da ist es. Ah, ein Stück. Nein. Wo ist es? Da. Da. Nein. 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 Kann doch nicht wahr sein. Ich möchte hier den Auslöser. Hier, das Ding. Ja. Oh. Okay. So, nicht wieder loslassen, bitte. Steuerung X. Wir brauchen dich nämlich hier noch ein paar Mal. Habe ich jetzt beschlossen. Umso mehr Partikelfliegeflieger, umso hübscher. So. Oh, speichern. Ich habe es wieder umgestellt, ne, weil ich einfach Angst habe, dass mir das Spiel hier irgendwann abstürzt und dann verlieren wir ganz viel Progress. So. Oh, das ist hübsch. Das glitzert jetzt alles da oben. So, was haben wir hier noch? Was warst du? Ach, die Pusteblumen. Ja. Ja, du kannst auch schon mal mitkommen. Dich kriegen wir hier auch irgendwo noch unter. Vielleicht hier drin. Sieht zwar am Ende eh kein Schwein, aber es ist da. Ist das hier alles so? Ja, oh, das ist schön. Das ist sehr schön. So, was ich jetzt noch machen wollen würde,
Und zwar, also dieses Türmchen, klar, ist noch nicht fertig. Ne? Da kommen noch Fenster dran. Da kommen noch Bepflanzung dran. Da kommt noch Dekoration dran. Da kommt noch so einiges dran. Aber was ich glaube ich. Machen wir es vorher oder machen wir das danach? Das Ding ist schon wieder kaputt. Oh. Warte mal, wir haben gesagt, wenn das kaputt ist, dann hauen wir da mal wieder hier so eine Inspektionswartungsgedöns rein. Ist denn schon Techniker da? Nee, sieht nicht so aus, als wäre da schon einer. Halten Sie durch, der Techniker ist auf dem Weg. Machen Sie sich keine Sorgen. Es wird alles gut. Der Rauch ist normal. Herr Techniker. Techniker. Das Ding ist auch kaputt. Ist ja ein Traum hier mal wieder. Da kommt der Techniker. Du bist aber schon ganz schön kaputt. Du gehst jetzt erst zu Zenith. Okay. Das Ding ist aber nicht kaputt, ne? Sonst würde ich mir echt langsam Sorgen machen, wenn hier alles kaputt geht auf einmal. So. Wunderbärchen. So. Die Überlegung war, die Achterbahn hier. Im Moment schwebt sie ja noch. Ich bin am Überlegen. Wir sind natürlich im All. Lassen wir sie schweben. Oder befestigen wir sie halt mit einer Konstruktion an der Säule. Ich bin noch nicht sicher. Wenn sich fliegen wir ja hier durch, dann kann die ja theoretisch auch so schweben. Aber so komplett sinnmäßig macht das nicht. So, und hier will ich auch nochmal gucken. Also hier fliegt man ja aus dem. Ich weiß gar nicht, wofür ich den Berg gemacht habe, ne? Für irgendwas wollte ich den Berg hier haben. Aber ich weiß nicht mehr was. Schon so lange her. So, dann fliegt man hier rum. Hier muss auch noch irgendwie dekotechnisch definitiv was hin. Das hier muss auch von der Rückwand noch schön gemacht werden. Hier über der Warteschlange müssen wir noch schön machen. Dafür können wir hier das Dach mal demnächst draufsetzen. Und die Halle planen, wo sie lang geht, damit wir wissen, wie weit wir hier noch Dekorationsspielraum haben. Ach, oder machen wir jetzt hier mit der Säule weiter? Mit dem Gebilde. Fenster. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Passt da überhaupt was dazu? Das ist natürlich auch die Frage. Was haben Aliens für Fenster? Solche bestimmt nicht. Solche bestimmt auch nicht. Sowas könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Kriegen wir das denn in unseren Farben des Wunsches? Warte mal. Das Braun machen wir mal in Blau. Das machen wir auch mal in Weiß. Und das machen wir auch in Blau. Könnte ich mir schon fast vorstellen, ne? So als Fenster. Ich mach das da mal hin. So als Testobjekt. Ja, da drin glitscht es jetzt ein bisschen rein, ne? Wartet, wartet, wartet. Lass mich mal rein, dass das hier vielleicht so ein bisschen okay aussieht. Und dann schieben wir das ein bisschen raus. Dass wir hier drin vielleicht nicht ganz so viel Probleme haben. Wenn das dann von außen noch gut aussieht. Nein, jetzt haben wir da natürlich die Löcher. Aber das ist natürlich blöd. Warte, dann schieben wir die doch wieder rein. Zumindest bis die Löcher verschwinden. So. Ja,
das passt schon. Du fliegst da so schnell dran vorbei, das siehst du gar nicht. Schiffschaukel ist kaputt. Oh. Okay, das Ding hier ist wieder repariert und gewartet. Sehr gut, sehr gut. Aber das Fenster finde ich schon mal gut. Das passt, glaube ich, hier ganz gut in den Stil. Die anderen alle eher nicht so. Würde ich jetzt mal ganz dezent behaupten. Wobei, die wären vielleicht auch noch mega. Warte mal, wenn wir die weiß machen, wie sehen die aus? Wird das auch noch gehen? Das würde auch gehen. Okay, wir machen jetzt mal hier so ein bisschen Brainstorming. Boah, die gibt es auch so dann. Das wäre natürlich... Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, die finde ich noch besser als das. So hier für das Gebiet. Ich weiß, dass das eigentlich die Märchenfenster sind, aber irgendwie haben sie was. Noch so Fenster machen. Wir uns das hier nochmal schnappen für hier. Doch, das fühle ich. Das sieht gar nicht so kacke aus. Du bist zu groß, ne? Die passen nicht ganz so. Nee, ich glaube, da mache ich doch lieber mit denen hier nochmal so ein bisschen was. Ja, ja, doch, 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 kann ich mir gut vorstellen. Haben wir da auch irgendwie türmäßig was Cooles, was dazu passt? Ja, dann könnten wir hier vielleicht eine Tür reinmachen. Dass man da halt ins Gebäude kommt. Also theoretisch gehört da ja die Tür zu, ne? Aber die ist halt... Die kriegen wir hier nicht vernünftig unter. Außer man geht halt hier im Berg rein. Das könnte man auch noch gestalten. Warte, das probieren wir mal. Das probieren wir doch nochmal eben. Dann brauche ich die Wände... Hier haben wir sie. Machen wir mal hier einfach hin. Ist noch nicht... Na, ist wahrscheinlich ein bisschen zu groß, oder? Höher geht nicht, aber das müssen wir dann noch ein bisschen schieben. Es soll ja echt nur so für die Tür sein. Wir fliegen die dann durch. Oh, mal wieder nicht speichern. So, die hinteren hier brauchen wir nicht. Zumindest den unteren, den schon. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Okay. Dann würde ich hier noch ein bisschen das absenken, damit wir hier mehr von dieser Wand haben. Dann wird das der Eingang. Für dieses Gebäude zumindest. Ist der Boden? Das ist jetzt die Frage. Oh, wir schweben es hier. Aber da können wir noch irgendwie was treppenmäßig machen.
So, die Tür. Kriegen wir die in dem Blau? Ja, oh, guck mal, wie schön. Dann nehmen wir jetzt nochmal Fenster. Mal ein bisschen mittiger. Kann ich mir echt gut vorstellen. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hier oben noch verkleidet kriegen. Schaffen wir das noch? Ja, das schaffen wir jetzt noch, ne? Das machen wir noch eben in der Folge. Zumindest so den Ansatz. Man könnte natürlich mit sowas hier arbeiten. So. So geschwungen halt. Jetzt brauchen wir nur von oben einen Deckel. Und das Einzige, was so geschwungen ist an Dach, ist dieses blaue Metalldach. Wenn man das jetzt einfärben kann, das hier. Ich glaube nicht, ne? Oh, es ist ein bisschen zu dunkel. Wäre aber perfekt dafür. Weiß nicht, ob wir da ein Auge zudrücken und das halt einfach nehmen. Weil es halt perfekt ist. Es passt schon, ne? Farblich. Kann man das so machen? Ich würde nur das Gebäude vielleicht doch noch einen Millimeter wieder nach unten setzen, wegen den Gleisen, aber... So im Großen und Ganzen ist das völlig okay. So noch Millimeter. Das sieht gut aus. Upsi. Das sieht echt gut aus. Terran aus dem bisschen hier. So. Ja. Können wir da noch ja, müssen wir schon so machen, ne? Ah, oh, guck mal, jetzt haben wir... Ah, oh, jetzt haben wir hier so eine kleine Treppe gemacht. Oh, ist das schön! Gefällt mir. Achso, nee, drücken müsste ich. So, jetzt ein bisschen glätten. Nein, nicht aufrauen. Glätten, was mache ich denn da? Mal hier wieder ein Stück hoch. Ja, der Rest ist okay. Der Rest ist... Da, oh, sehr cool, gefällt mir. Da verzieren wir auf jeden Fall in der nächsten Folge auch noch dran. Mit Säulen, mit Figuren, mit etc. pp. Aber ja, wie gesagt, das dann in der nächsten Folge. Die Idee hier finde ich schon sehr gut. Es nimmt Formen an. Wenn die Bepflanzung da dran kommt und die Beleuchtung und das dann auch langsam mehr so in dieser Richtung aussieht. Ich glaube dann, ja... Dann sind wir da auf einem sehr, 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 sehr guten Weg. Das wird richtig gut. Da freue ich mich drauf. Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsslüüü.